Hallo ihr Lieben, na, da sind wir wieder. Peace. Ja. Sorry, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben und so, ne? Wir hatten jetzt ganz schön viel Umzugsstress. Schon den ersten Sprachfehler heute. Und Norman macht sich gerade seine Fußnägel. Das ist der perfekte Augenblick, wo du Video aufnimmst, aber sehr gut. Ja, also wir waren jetzt lange in Umzugsstress, weil wir von Mutti jetzt ausgezogen sind und wir haben jetzt eine ganz schöne Dreiraumwohnung, die ich euch gleich zeigen werde, ja. Und es hat jetzt lange genug gedauert, dass wir haben noch nicht mal eine Küche drin, aber es ist einfach nur geil, das Gefühl, ausgezogen zu sein, etc., wie auch immer. Und er schneidet sich immer weiter seine Fußnägel. Zu geil. Ja, und wir gucken gerade nebenbei eine Runde YouTube, ne, wie man sieht und so. Na, müssen uns ja auch über den neuesten Stand informieren. Ja, zwei neue Miesels haben wir auch in unserer neuen Wohnung. Da hinten ist auch unsere Wäsche aufgehängt, weil wir halt gerade Lust und Laune hatten, unsere Wäsche aufzuhängen. Ja, ich zeig euch erstmal die Miesels, dann zeige ich euch die Wohnung. Und dann wird der Rest halt weitergemacht, ne? Guck mal, das ist die kleine Tilly, die sich gerade geputzt und die ein schlimmes Auge gerade zur Zeit hat. Wir haben sie aus einer schlimmen Familie geholt. Was ist denn mit, habt ihr auch Tiere? Und welche dann so allgemein, das würden wir gerne wissen wollen, oder Spatze? Ja, genau. Könntest du ja auch stellen, ob ihr kleine Hamster lieber bevorzugt oder doch welche mit Fell oder welche mit Hamster ist mit Fell. Oder halt so eine ganze Tierchen. Schreibt uns einfach in den Kommentaren, was ihr für Haustiere zu Hause habt. Ja, ich zeige euch mal erstmal die restliche Wohnung und dann können wir weiter über Tiere sprechen. Ne? Genau. Ach, guck mal, da ist der Theo, der noch eine Runde schläft und so. Wir haben gerade Tee getrunken. Was trinkt ihr denn am liebsten so? Trinkt ihr lieber Tee oder Kaffee oder keine Ahnung? Naja, muss man ja halt alles mal fragen. Ne? Große Fragestunde. Ja. Heute alles ausgefragt. Also schreibt es in die Kommentare. Ja. Spatzel sitzt gerade an so einem Pokelball. Seht ihr, warte, ich zeig euch den mal genauer. Das ist zu geil eigentlich, das Ding. Das war cool. Macht ganz viel Mühe. Der macht extrem viel Mühe, aber der ist wunderschön und meine Fingernägel passen gut zu dem Pokéball. Pokéball. Flieg, flieg. Ja. Ja, und ich sitze gerade an einem Herzchen, aber ich konnte halt die letzten Tage noch nicht so, weil es mir ein bisschen schlecht ging und so. Aber naja. Gut, Spatzi, du guckst noch eine Weile YouTube und machst deine Fußnägel. Gut, und ich zeig euch die Wohnung. Also hier ist der mega lange Flur, wie ihr seht. Ja, ihr seht auch noch, dass noch nicht alles steht und so, aber naja, was soll's, wa? So, hier ist das Bad. Ja, da ist der Eimer, in dem gerade wir unseren Kühlschrank haben, wie auch immer. Ja, geht's mal weiter, wa? Jetzt seht ihr gleich mein Zimmer. Und ha, die Waage ist ganz wichtig. Da stelle ich mich jeden Tag mindestens drauf. Stellt euch auch jeden Tag einmal auf die Waage. Mein Zimmer ist ein bisschen chaotisch, ja, chaotischer Mensch halt und so, ne? Und dann seht ihr jetzt von Spatzels Zimmer. Er ist ein bisschen ordentlicher als ich. Ja, hier stehen noch die ganzen Kartons, wie ihr seht. Ja, hier steht mein Fernseher in seinem Zimmer. Sowas macht man ja gar nicht, wa? Und seine Gitarren sind auch hier, wie ihr seht. Schön, oder? Ja, ja, so sieht's aus. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder nach vorne zu Spatzel. Mal gucken, was der euch noch so alles erzählen will. Oder keine Ahnung, wie auch immer. Ach, in die Küche habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hallo! Ja, hier ist die winzig kleine Küche. Das ist unser gerade noch Tisch, wie auch immer. Sieht ein bisschen unordentlich aus. Ja, das ist meine Wenigkeit, ne? Spatze, er ist ja eher mehr so der Aufgeräumte und so. Naja, muss man nicht drüber reden, ne, Leute? Der Aufgeräumte, ich bin halt ein bisschen Ordnung muss sein, finde ich, ne? Also zu chaotisch, nee, bin ich nicht so der. Ja, typ. Und der putzt natürlich auch gleich. So ist das halt, wa? Und die Kleine guckt ja zu. Ja, hier ist unsere Wäsche. Unser Wohnzimmer ist riesig, oder?
Hier ist der Schreibtisch, da ist der Ghetto-Blaster, der jeden Tag mindestens einmal angemacht wird. Und getanzt wird. Und getanzt wird, yeah, Dancing. Und hier sind unsere. Oh, wenn ihr genau hinguckt, da ist noch ein wandelndes Blatt, ja, das ist schon mega alt. Und da sind unsere Stäbchen. Seht ihr? Richtig niedlich, oder? Ja, jetzt habe ich euch mal die Wohnung gezeigt, die wir halt neu gemacht haben. Ach, und weißt du noch Eisbacken-Challenge, Batze? Ja, genau, diese Eisbacken-Challenge, die war total genial, da haben wir natürlich auch mitgemacht. Ja. Und ja, wir konnten sogar einem guten Freund Anime so was zu spenden, ne? Also das ist gar nicht mal so ohne Hintergedanken gewesen, ne? Also ja, wir haben einen Kumpel, der hat dann was gespendet und so, war richtig cool eigentlich, wa? Genau, aber habt ihr das auch gesehen im Internet, ey, da ist das schon ein bisschen herzlich, ne? Also wenn man mal drüber nachdenkt und so, dass irgendwie nur, wie viel waren es, ich glaube irgendwie 27% oder so von den Erlös eigentlich nur gespendet wird, das ist schon echt krass, wa? Wo man sich überlegt, Mensch, warum spende ich auch was, wenn da eigentlich der Großteil nur für Bürokratie und Verwaltungsangelegenheiten drauf geht, ja? Also das ist schon ein bisschen, wo ich sage, dann lieber komplett, wenn ich weiß, okay, wo kommt das Geld an und so, ne? Dann spenden, aber das ist natürlich so, wo ich sage, nicht gut. Und ich habe überlegt, dass wir eine Eisbacken-Challenge machen, ne, nochmal, aber halt jetzt so, wie heißt das, dagegen uns wehren wollen und so, weil ja bloß 27% ankommen. Also eine kleine Demo. Eine kleine Demo und so, ja. Mhm. Das hätte ich bevorzugt, aber naja, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr was zu der Eisbacken-Challenge oder auch nicht, wie auch immer. Wenn ihr noch Ideen habt, wie wir mehr als nur 27% reinkriegen, dann könnt ihr ja darüber mit uns reden, wie auch immer. Gut, ja, das war es erstmal von uns. Heute ist erstmal Gammeltag zum ersten Mal seit... Ja, mal Gammeltag, Samstag. Yeah! Seit 4 Wochen oder so, ey. Ja. Und eine Runde YouTube gucken ist ja immer drin heute, ne? Ja. Ja. Und du musst dich die ganze Zeit hin und her laufen. Ja, na gut, meine Lieben. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Tag. Macht das Beste draus, ne? Und jetzt sind wir wieder öfters bei YouTube drin und so. Und ich hoffe, ihr guckt ganz toll und wir haben euch ganz doll lieb. Und ja. Bis bald, Freunde. Tschüss.